Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Evoland 2. Wir müssen jetzt noch einen Teil holen. Nur weiß ich gerade auswendig nicht, wo wir dafür hin müssen. Das werden wir allerdings rausfinden, denn es gibt ja auf der Hauptinsel die gute Frau, die uns sagt, wo wir hin müssen. So. Da fehlt uns nämlich noch ein Teil. Deswegen gehe ich da mal kurz hin, frag die. Ich glaube, irgendwo in dem Sturmwindtal müssen wir hin, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Genau die, Glückwunsch. Ihr habt das Fragment der Erde. Vielleicht wird dieses überraschende Bündnis zwischen Menschen und Dämonen die Geschichte verändern. Es gilt, so viele Schmerzen auszulöschen. Was bin ich selbst? Ein Ding, das einem Menschen und... falls du weitere Informationen zu Momenten des Magischen so. Gut, dass der Satz mitten im Satz aufgehört hat. Danke, ich wollte auch gar nicht wissen, was die Frau sagt. So, du da. Ich wüsste gerne mehr über die Fragmente. Genau, ihr wollt mehr Fragmente Zeit. Es heißt, es gäbe einen besonderen Magelliten im Sturmtal. Er soll den Zugang zum Fragment der Zeit freigeben, jenem geheimsumwobensten aller Fragmente. Alles klar, Sturmtal. So weit, so tight. Waren wir schon mal richtig. Jetzt ist nur die Frage, wie wir, in welchem Zeitalter wir dahin müssen. Da ist nämlich das Sturmtal. Ist aber nicht, ist es das hier? Ja. So, und zwar gab es ja hier diesen einen Handwerkertypen, der jetzt nicht mehr hier ist. Aber wir sind hier auch überhaupt in der falschen Zeit. Okay, so kommen wir hier also schon mal nicht weiter. Dann muss ich theoretisch die Zeit wechseln. Frage ist nur, in welches Zeitalter? Habe ich nicht irgendwo mein Heli-Ding noch? Kann ich damit nicht irgendwie auf die Gegend flattern? Ne. Dann wechsle ich mal kurz die Zeit. Und gucke, ob wir darüber irgendwie dahin kommen. Weil da war ja, wie gesagt, noch dieser komische Handwerker. So, wir waren jetzt in dem Pixel-Zeitalter, ne? Dann kommen wir jetzt in das Zeitalter. Das ist auch Pixel, aber nicht ganz so Pixel. Es ist das schöne Pixel-Zeitalter. Und dann gibt es ja noch das 3D-Zeitalter. Rennbrücke. Sieht irgendwie ganz schön mitgenommen aus da links, ne? Sturmtal. Ist jetzt auch wieder der Handwerker da? Genau, jetzt ist der auch wieder da. Sagt der mir jetzt irgendwas? Ihr seid immer noch hier? Glaubt ihr, ich habe Zeit zu verschwenden? Ich bin hier, weil ich Ruhe und Frieden suche. Jetzt raus. Ich habe Wichten. Ja, okay. Also alles wie immer. Und hier ist offen. War das schon immer offen? Ach nee, ich kam hier nicht hoch, ne? Die Hüter wurden von den Magi entdeckt. Sie glaubten, sie hätten uns geschaffen, doch sie haben uns lediglich gefunden. Ihr, die nach der geheiligten Kraft des Windes trachtet, kehrt zu mir zurück, wenn ihr erwacht seid. Hä? Was heißt denn erwacht? Was meinen die denn? Okay. Scheinbar, wenn ihr erwacht seid, wer soll denn wo, wie, warum? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn ihr erwacht seid, dann gehe ich jetzt auf die Pirateninsel und mache mich 3D. Und gucke, ob ich dann ins Sturmtal kann. Und wenn mir das auch nichts bringt, dann bin ich überfragt. Weil irgendwie muss ich da ja was regeln. Du legst mal hier an. Dann wechseln wir hier kurz die Zeit. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Kommt bei mir des Öfteren vor, wie ihr wisst, aber ich bin gerade erst recht verwirrt. Warte mal, speichern. Ach, brauche ich nicht. Okay, alles klar. So. So, machet mich 3D. Bitte.
Komme ich damit jetzt ins Sturmtal? Ja oder nein? Auf jeden Fall kann ich hier schon mal anlegen, das ist gut. Und ich komme auch ins Sturmtal. Ich weiß ja nicht, ob mir das irgendwas... Bringt ihr mir irgendwas? Ich kenne euch, lange nicht gesehen. Was macht ihr hier? Wir nennen diesen Ort Sturmtal, aber der Sturmwächter war schon seit einer Ewigkeit nicht mehr hier. Es gab jemanden, der versucht hat, den Sturm wieder zu entfachen, aber er ist dabei gestorben. Egal, wie ihr wisst, tut das nichts zur Sache. Und ich komme hier auch nicht rein, oder doch? Lass mich rein. Nehmt euch in Acht, den Eifer zu besteigen ist ausgesprochen gefährlich. Ja, nur die Besten verdienen sich einen Platz. Ich komme da nicht hoch. Außerdem... das war wichtig, oder? Nochmal. Auf dem Gipfel des Alpha findet ihr einen Tempel, der dem großen Zerstörer. Außerdem gibt es in der Ecke so ein altes, verrostetes Dings da. Ich habe eine Idee. Und zwar dieses verrostete Dings da. Das ist das Fluggerät, was wir geschrottet haben. Können wir uns... Das ist doch hier, ne? Das war doch hier auf dem Dach. Wieso ist das jetzt zu? Das ist so ein verrostetes... Hier! Dieses Ding hätte mich um ein Haar umgebracht. Scheint wohl kaputt zu sein. Keine Ahnung, wie es uns helfen könnte. Ja. Krieg ich das befreit? Nee. Hahaha, ich hab ne Idee. Was ist denn, wenn ich die Zeit zurückdrehe zu dem Zeitpunkt, wo es nicht kaputt ist? Dann müsste ich mir das doch theoretisch mopsen können, oder? Ich will das Schiff. Ich will Schiff fahren. Danke. Ich weiß absolut nicht, ob das funktioniert. Aber wenn es funktioniert, bin ich ein Genie. Ja gut, vielleicht ein kleines Genie. Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Aber es könnte funktionieren. Darauf erstmal was trinken. So, jetzt bin ich wieder in der hässlichen Pixelansicht. Okay. Das ist also theoretisch sehr weit zurück in der Zeit, sodass die Maschine eventuell... funktionieren könnte. Sehe ich doch richtig, ne? So. Es wäre ein Traum, wenn das jetzt klappt. Hoppala. Auch wenn das hier nicht danach aussieht. Das ist die Schmiede. Die meinte ich jetzt nicht, aber kann der irgendwas Neues? Warte mal. Wenn ich schon mal hier bin. Mich zu belästigen, Zeitverschwendung, ich fertige eine ganz besondere Waffe. Soll ich mit Oricon? Wie viel Oricon habe ich denn noch? Gar keins. Das ist also... Ah doch, hier. Eins. Krass. Ja, gut. Okay, ich habe zu wenig Oricon. Alles klar. Gut, dann nicht. Allerdings bringt mir das eh nichts, weil ich in der falschen Zeit bin. Ist da unten noch irgendwas? Da drüben ist der Berg. Komm ich da? Das ist alles maximal verwirrend. Theoretisch ist das doch der Berg, ne? Nee, das ist das Labor. Genau, das ist ja nicht das, wo ich hin will. Dann gehe ich jetzt nochmal in das andere Vergangenheitszeitalter. Boah, ich glaube, wir werden diese Folge nur mit verbringen, zu suchen, in welchem Zeitalter wir wohin müssten, um was zu schaffen. Das ist ja fürchterlich. Dieses Spiel verwirrt einen maximal. Vielleicht werde ich diesen Part auch nie zu Gesicht bekommen, weil ich ihn einfach in die Tonne schmeiße. Wer weiß. Hat es alles schon gegeben. So. Jetzt gebet mir bitte das richtige Zeitalter.
Es wäre so schön, wenn mein Plan funktionieren würde. So, genau. Wenn jetzt in... Jetzt müsste es eigentlich einen Turm geben. Oder? Nee, da oben ist jetzt... Nee, gibt's eben nicht, weil da ist jetzt alles Matsche. Und das, die Schmiede ist jetzt zu was geworden? Zum Bergwerk. Aber das Bergwerk ist ja auch völlig... Das... Nee. Aha, ich muss irgendwo anders hin, aber ich weiß nicht wohin. Ich hasse mein Leben. Irgendwie... Ich werde es rausfinden. Ich werde jetzt hier einen Cut machen und rausfinden, wie wir da hochkommen. Für euch... Ihr werdet fast nichts merken. Bis gleich. So, ich habe jetzt schon mal ein Ding, okay, ihr habt den Schnitt doch gemerkt. Merke ich gerade. Egal. Ich habe schon mal ein Ding rausgefunden. Der Typ, ich kann, nachdem er mich wegschickt, ihn nochmal ansprechen. Das hatten wir noch nicht. Alles klar, so, gucken wir, ob das irgendwas bringt. Irgendwie schon mal. Ihr kamt wohl, um mich zu verspotten, was? Nein. Oh, tatsächlich? Dann lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Geschichten sind immer cool. Es war einmal ein verrückter Wissenschaftler. Ein furchteinflößender Mann, dessen Wissen aus geheimnisvollen Quellen stammte. Seine Macht kannte keine Grenzen und er war sogar in der Lage, neue Lebensformen zu erschaffen. Doch eines Tages verschwand er spurlos und ließ seinen Sohn einsam und vaterlos zurück. Das war mein Vater. Ich kann mich kaum an ihn erinnern. Er verließ mich, als meine Mutter starb. Damals war ich 4 Jahre alt. Seither setze ich alles daran, ihn zu übertreffen und etwas zu schaffen, das niemandem zuvor gelungen ist. Ihr werdet euren Augen nicht trauen. Eine Flugmaschine! Ich weiß, es hört sich verrückt an, aber ich glaube fest daran, dass es mir gelingen wird, wenn ich nur hart genug daran arbeite, auch wenn ich den Rest meines Lebens damit verbringe. Natürlich würde es mir die Arbeit enorm erleichtern, wenn ich einen Prototypen als Grundlage hätte. Aber wo war ich stehen geblieben? Ah, ich war dabei, Auftrieb, Aerodynamik und temporalen Gradienten zu berechnen. Ich hab eine Idee. Was heißt Idee? Das ist einfach so naheliegend, dass ich gerade einen Besen fressen möchte. Wenn das nicht funktioniert. Und zwar... Oh, Freunde. Muss ich... Oh Gott. Das ist ein... Also, wow. Ich glaube, wir haben gerade... Wenn es funktioniert, wenn wir mit diesem Text jetzt was getriggert haben, eventuell, damit ihr meine Gedanken, ne, können wir jetzt die Flugmaschine mitnehmen. Das ging vorher nicht. Wenn es wirklich daran lag, dass wir ihn nicht zweimal angesprochen haben, dann ist dieses Spiel wirklich ein großer Haufen ja. Dann ist es sehr assi. So. Oh Gott, wenn das funktioniert, das wäre ja ein Traum. Und zwar hauen wir jetzt von hier von der Insel ab. Gehen zurück zum Tempel. Oh Gott, das kann es wirklich sein. Oh. Das wäre traumhaft. Bitte, lass sie mich mitnehmen können. Bitte. 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 Eine ziemlich faszinierende Maschine. Da muss man sich fragen, wer ein solches Ding gebaut haben könnte. Glaubt ihr, wir brauchen sie später noch? Ja. Das glaube ich auch. Ja. Den Prototypen X01. Sie ist vermutlich noch nicht weit geflogen oder zumindest nicht lange. Oh, wie gut ist das denn? Manchmal frage ich mich, wo ihr diesen ganzen Kram aufbewahrt. In meinem Rucksack, den ich nicht habe. Und der unendlich Speicherplätze hat. Ne? Gegenstandslots, Dings, Bums. Oh Gott, das ist ja wunderbar. Ich würde den gerne nutzen können. Okay, und jetzt müssen wir zurück. In die Zeit. Warte, so. In die schöne Pixelzeit. Zu dem Typen gehen, dann bastelt der mir die Flugmaschine wieder zusammen. Und wenn wir die Flugmaschine haben, dann
weiß ich noch nicht weiter. Bis dahin ist mein Plan noch nicht fortgeschritten. Jetzt bin ich in dem hässlichen Pixel-Ding, ne? Bringt mich das auch in das andere? Jetzt bin ich in dem schönen Pixel-Ding. Okay. Oh, wir kommen weiter, Freunde. Wir haben Fortschritt. Wir haben Fortschritt. Wir haben Fortschritt. Geil. Das letzte Schlüsselteil. Oh. Wir kommen immer näher. Ist das traumhaft? Los, gib Gummi. Ich finde es ein bisschen geil. Muss ich so zugeben. So. Nee, stimmt, wir müssen jetzt nach unten. Ich habe gerade überlegt, muss ich zum Tempel? Aber die Flugmaschine habe ich ja schon. So, Sturmtal. Jetzt gebe ich dem das Ding. Guten Tag. Ach, ihr seid es. Ihr scheint voller Energie zu stecken. Vielleicht voll Kraft. Wie gerne hätte ich einen Sohn wie euch gehabt. Sagt Bescheid, falls ihr hier den Prototypen einer Flugmaschine finden solltet. Selbst wenn sie unvollständig oder beschädigt ist, wird sie für meine Forschung nützlich sein. Ja, habe ich. Ist sie ganz unten wahrscheinlich? Ja, hier. Wow! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Eine Flugmaschine! Wo habt ihr die bloß gefunden? Tut nichts zur Sache. Danke! Euch verdanke ich es, dass mein Traum, meinem Vater zu übertrumpfen, endlich wahr wird. Ich kann diesen Prototypen untersuchen und meine eigene Flugmaschine bauen. Das wird bestimmt mehrere Jahre dauern, doch es wird geschehen. Wie heißt ihr? Sven? Also, das ist ein Versprechen. Der erste Prototyp meiner Flugmaschine wird euch gehören. Legen wir los. Es wird Jahre dauern, sagt er. Nochmal vielen Dank, die E-Mails vorantreiben. Okay, das heißt, ich muss in der Zeit nach vorne. Das heißt, ich muss in die Zeit, wo er... Wo das Grab da steht und der alte Mann mit dem Käsenbärt Besen kehrt. Das heißt, ich muss zur schönen Zeit. Okay. Boah, das geht ja hier gerade Hand in Hand, Freunde. Das ist ja... Boah. Also ich bin gerade echt impressed von mir selbst. Also, jetzt machen wir hier Zeitensprung. Sind wir nämlich wieder in der 3D-Welt. Ja, Segel setzen bitte. Jetzt zurück zu dem Typen, der mit seinem Käsenbärt, Besen kehrt. So. Ach, guck mal, da sind Windräder. Waren die da vorher auch schon? So, und jetzt hätte ich hier gerne... Ach, guck mal hier. Das stand hier vorher noch nicht. Das ist ja spannend. Guck mal, hier können wir sogar hoch. Wow, das ist komplett... Ach, guck mal hier. Ein Händler. Ist komplett neu gebaut worden. Das war eine Mario-Pflanze. Sucht jetzt bestimmt, wir kaufen alle möglichen. Eine Glückshalskette und ein Windschwert. Grimmskram so nah. Findet alle... Krass. Dann hätte ich gerne die Glückskette. Und ich hätte gerne... Geil. Und ich hätte gerne... Nein, die habe ich doch schon. Das Windschwert. Stopp, halt, mach mir das. Plus zwei, ja, das nehme ich mit. Lol, ich habe gerade hinten an die Wand geguckt. Lol, das Captain America Schild, das Zelda Schild, das Game of Thrones Schild, das Final Fantasy Schwert und noch zwei Schwerter, die ich gar nicht zuordnen kann. Wie witzig ist das denn? So, muss ich das Ding noch ausrüsten? Geil, und die Mario-Pflanze da unten. Boah, ist das cool. So, trage ich die Halskette jetzt schon, oder? Wo sehe ich die denn? Na, hier. Ja, anscheinend trage ich den schon. Windschwert. Geil. Gut, Freunde. Ich mach mal hier einen Cut, ne? Dann gucken wir in der nächsten Folge, ob wir da oben unser cooles Fluggefährt kriegen. Und dann schauen wir mal, was uns das bringt. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.